Ja, hallo, herzlich willkommen heute in meinem Interview Danyon Fire. Und ja, vielleicht kurz, wie ich, hallo erstmal Danyon. Ja, hi, Rainer, guten Morgen, hallo. Wie ich mit Danyon zusammenkam, wir haben uns im Prinzip mal auf einem Seminar getroffen, beziehungsweise wir sind uns virtuell mal über den Weg gelaufen. Und ja, wir haben dann mal ein Jahr, glaube ich, nichts mehr voneinander gehört und auf einmal lese ich, dass Danyon Fire jetzt mit 27 Jahre bist du alt, ne? Genau, richtig. Zu einem der bestverdiensten Networker jetzt aufgestiegen ist und das innerhalb so der letzten 2 Jahre. Und da bin ich natürlich absolut neugierig geworden. Er war hier in der Rennliste eben zu den Top-Earnern von Deutschland, also Top-Verdienern. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, ja, ihn zu interviewen, weil ich natürlich wissen will, und auch ihr als Zuhörer, wie hat er das gemacht, beziehungsweise wer steckt hinter der Fassade? Was ist sein Erfolgsgeheimnis? Und da freue ich mich jetzt heute auf ein Interview mit Danyon. Danyon, wo kommst du eigentlich genau her oder wo lebst du? Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Wetzlar. Das ist so bei Gießen in Frankfurt, Gießen, Wetzlar, ne, also in Hessen. Und habe dann lange Zeit in Frankfurt gelebt und bin dann nach Wuppertal und bin jetzt seit dem 1. Januar offiziell in Dubai. Ach, du lebst jetzt in Dubai? Genau, richtig. Das ist ja traumhaft. Absolut, ja. Das heißt, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten will, geht wahrscheinlich dann nur noch über das Telefon und Webinar oder wie darf man sich das vorstellen? Nee, das ist also in der Tat so, dass die Organisation ist ja mittlerweile in den letzten 2,5 Jahren wirklich in über 16 Länder sich entwickelt mit einigen Hauptmärkten, also wie jetzt zurzeit Portugal, Deutschland, Österreich, USA und Dubai natürlich jetzt auch, dann von der Ecke her. Und die Situation ist die, dass ich bin so ein Typ, ich reise sehr, sehr gerne und für mich ist das der absolute Lifestyle, also für mich persönlich einfach zu sagen, hey, guck mal, jetzt bin ich 3 Wochen dort und jetzt bin ich 3 Wochen hier und das bedeutet also auch, dass ich also sehr, sehr viel in Deutschland auch bin, schon immer 2, 3 Wochen, wo ich dann auch die Möglichkeit habe und auch nutze, mit dem Team zusammenzusitzen, wirklich die Neustarter zu unterstützen, die wirklich starten, aber ich denke, Rainer, dass das Wichtigste im Network Marketing auch das ist, wirklich von Anfang an zu lernen, unabhängig zu arbeiten dass das vielleicht gerade auch in der Branche oft falsch gemacht wird, dass also entweder Leute überhaupt gar keinen Kontakt haben, also wirklich nur über Telefon oder Internet, ja, oder dann aber auf der anderen Seite zu viel, sodass sie quasi schon fast schon zu abhängigen Distributoren erzogen werden, nicht zu unabhängigen. Und deswegen arbeiten wir mit einem sehr, sehr klaren System. Das gefällt mir. Abhängige und Unabhängige. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das wollte ich einfach nochmal festhalten, weil das eine geile Weisheit ist. Abhängige und unabhängige Distributoren. Also ich wollte es einfach nochmal rausstellen. Geil, also der hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ja, nee, ist aber tatsächlich so. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man am Anfang, also jeder, der, um deine Frage konkret zu beantworten, wenn jemand bei mir persönlich startet, wirklich von mir persönlich, dann und er wohnt jetzt nicht gerade, also irgendwie auf der anderen Seite der Welt, wo jetzt wirklich noch gar nichts ist oder so, wo es dann wirklich ausschließlich online oder per Telefon funktioniert. Aber wenn er jetzt zum Beispiel in Deutschland startet oder Österreich oder Schweiz, was ja hier jetzt auch euer Markt ist und so weiter, vor allem, kriegt auf jeden Fall also natürlich vollen Support online, aber natürlich auch offline. Aber das ist so ein bisschen so wie Schachspielen, ne? So ein Zug von mir, ein Zug von ihm, ein Zug von mir, ein Zug von ihm. Und wenn das passiert und da die Leistung des Commitments weiter stimmt, dann gibt es auch viele Möglichkeiten, wo wir zusammenkommen. Wir machen ja auch also mein Team macht mittlerweile auch viele, viele Seminare in Deutschland und ich bin dann da als Gastsprecher dabei. Und also es gibt viele Möglichkeiten, persönlich auch zusammenzuarbeiten. Ah, okay, verstehe. Aber du hast was Entscheidendes gesagt, das heißt, du gibst deinem Partner nicht zu viel Zeit und nicht zu wenig Zeit. Ich wollte das nochmal aufgreifen. Absolut, ja. Also ich glaube daran, dass man, wenn man jemanden einschreibt, also bis jemand eingestiegen ist, ist man, glaube ich, als Networker in der Situation, dass man selbst immer das Schachbrett weiter, also dass man immer selbst den nächsten Zug macht, bis derjenige dann einsteigt. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man mit demjenigen, der startet, eine ganz klare Kommunikation findet und ganz klar im Prinzip die Erwartungshaltungen auch richtig setzt und dass man dann die Person richtig einarbeitet. Das ist auch was ich sehr selten sehe, was wirklich gut gemacht wird. Und da ist es auch tatsächlich so, dass ich mir also manchmal auch 2 Stunden komplett Zeit nehme, wenn es irgendwie funktioniert persönlich, wo man wirklich komplett das System darlegt, wo man komplett erklärt, okay, wie baut man dieses Business auf, sodass der neue Vertriebspartner wirklich alles hat, was er braucht. Und dann danach ist aber der Support und die Unterstützung tatsächlich eine Hohlschuld.
im Network Marketing und keine Bringschuld. Und das hat nichts damit zu tun. Vielleicht mag der eine oder andere jetzt denken, ah ja, okay, alles klar. Also bis er drin ist, da gibt er Gas. Und wenn er nicht mehr drin ist, dann ist er so auf sich alleine gestellt. Das ist in der Tat das, was ich herausgefunden habe, was am besten für den neuen Vertriebspartner funktioniert. Gar nicht mal für mich als Upline, sondern wirklich für den Vertriebspartner. Rainer, ich meine, du hast eine Erfahrung im Vertrieb und du wirst es mit Sicherheit bestätigen können, dass die Leute, die wirklich von vornherein verstehen, Verantwortung für ihr Business zu übernehmen und eben nicht die Schuld auf andere zu schieben oder die Verantwortung irgendwie versuchen abzugeben, dass die schnellste Lernkurve haben und damit auch nachhaltig am erfolgreichsten werden. Dann würde mich mal interessieren, weil ich meine, ich war genauso ein Typ. Ich war, weil ich gebe dir 100% recht, eben mit diesem, es ist eine Hohlschuld. Ich war auch so einer, ich bin bei meinem Mentor Tobias Schlosser. Ich bin auch immer an seinem Rockzipfel gehangen. Ich habe ihn immer angerufen, so bring mir bitte bei, bitte zeig mir dies, bitte zeig mir das. Aber die Praxis da draußen ist ja das, oder zumindest eine der häufigsten Dinge, die uns Networker vorjammern, ist, mein neuer Partner macht nichts. Ich muss dem alles hinterhertragen. Wie kannst du das vereinbaren? Oder sagst du einfach, du baust dir so viele Direkte auf, dass einfach einer kommt von denen? Oder wie ist da deine Philosophie? Na, ich glaube, die Problematik ist ja genau die, dass Menschen, die sich darüber beschweren, vielleicht gerade das mal aufhören sollten, nämlich den Leuten alles hinterherzutragen, damit der andere überhaupt erstmal realisieren kann, aha, it's on me, also ich bin jetzt hier verantwortlich. Und dann überhaupt sowas erfüllen. Und es ist also überhaupt nicht so, dass das jetzt irgendwie, was ich hier versuche zu beschreiben, so die Spaghetti an die Wand werf Taktik ist, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt einfach mal 20 ein und mal gucken, wer hängen bleibt. Gar nicht. Ich will dir vielleicht ein Beispiel geben, jetzt gerade von vor 2 Wochen. Ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen oder in den letzten 3 Wochen eigentlich, fairerweise, bin ja schon wieder in der dritten jetzt, also in den letzten 3 Wochen 9 persönliche Vertriebspartner in meinem Geschäft gesponsert. Die von mir persönlich eingetragen wurden. Wow, klasse. Ich habe bei allen 9 genauso gehandelt. Das heißt, jeder dieser 9 Vertriebspartner ist exakt nach System ins Business gekommen. Mit System meine ich, sollten wir vielleicht gleich mal drauf eingehen, weil das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also da meine ich aber jetzt nicht online, sondern einfach nur mit einer klaren, prozessorientierten Vorgehensweise. Das meine ich mit System. Die sind also so ins Geschäft gekommen, haben also schon, während sie selbst eingeschrieben wurden, eigentlich den Prozess demonstriert bekommen, wie sie selbst weiterarbeiten. Haben dann von mir eine Einarbeitung bekommen, die zwischen 1 und 2, 2,5 Stunden, bei dem einen, das war extrem, da sind aber schon wieder 2 neue Leute eingestiegen, erhalten, alle in der Regel persönlich, also von den 9 hatten 6 Leute die Einarbeitung persönlich und 3 hatten online. Und verrückt ist oder interessant ist, dass aus diesen 9 Vertriebspartnern, die in den letzten 3 Wochen gestartet sind, mittlerweile 36 weitere Vertriebspartner entstanden sind. So, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Zahl. Von diesen 9 haben bereits 7 mindestens 2 Vertriebspartner gesponsert. Das heißt, es sind nur 2 von 9, die noch keinen neuen Vertriebspartner gesponsert haben. Das heißt, da, um vielleicht mal so auf die Quote so ein bisschen einzugehen, so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen, also das Ganze mache ich schon so, wie wir es beschreiben, aber denke ich mit einer sehr, sehr hohen Qualität, was einfach den Neuen in die Situation versetzt, dass er wirklich alles bekommt, was er braucht, aber auf der anderen Seite auch die Verantwortung bekommt, dass er das eben tut. Und bei diesen Menschen, die dort eingeschrieben wurden, also ich war da vielleicht bei 3 oder 4 beteiligt, vielleicht so ein bisschen. Und das ist, also nur mal, ich weiß nicht, ob das gibt mit Sicherheit so ein bisschen besseres Gefühl. Also es ist auf schon jeden Fall eigentlich eine Quote, die sich viele wünschen würden, ne? Definitiv, definitiv. Wie darf man sich denn so die Arbeit, also wenn ich jetzt sage, ich steige jetzt heute bei dir ein, wie würdest du da mit mir arbeiten? Wie sind deine nächsten Schritte oder wie darf man sich das so vorstellen? Wie machst du die Leute erfolgreich? Gibt es da, weil du sagst, du hast ein System, das fand ich sehr spannend. Okay, also Rainer, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest jetzt heute starten, dann würde ich dir im Prinzip, also dann hätten wir ja an dem Punkt, wo du jetzt sagst, ich würde jetzt heute starten, wahrscheinlich schon ein paar Schritte durchlaufen im System. Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wir kennen uns jetzt schon, du weißt schon so ein bisschen, was ich mache, da würde vielleicht der Einstieg ein bisschen später kommen, vielleicht direkt wirklich mit dem Einstieg, dass du sagst, komm, wir legen einfach los. Normalerweise ist ja mit dem Interessenten bis hierhin dann schon was passiert. Mhm. Er hat schon die erste Blick-Audio bekommen. Also bei mir ist es immer so, es kommt immer der Erstkontakt. In der Regel, also ich arbeite erstmal grundsätzlich nur mit Menschen, die mit denen ich schon bereits einen warmen Bezug habe, oder wenn sich natürlich bei jemand bei mir meldet, ist das auch in Ordnung, aber dann ist natürlich das Wichtigste, dass ich den Menschen erstmal kennenlerne, dass ich weiß, wo will der hin, dass ich ihn auch wirklich unterstützen kann. Ja? So, das heißt, ich baue also konstant meinen warmen Markt auf, können wir auch vielleicht gleich mal drüber reden, wie ich das mache, und dann habe ich den ersten Step, dann übernehme ich die Action und rufe an und sage einfach, hey,
Wie auch immer, du bist mir positiv aufgefallen. So, wir haben jetzt hier eine Geschäftsmöglichkeit. Ich glaube, dass du in der Sache, die ich tue, sehr, sehr gut werden könntest. Wenn ich dir eine kurze Audio zuschicken würde, dauert 10 Minuten, würdest du dir die mal anschauen? So, da kommt die Antwort natürlich immer ja. So, dann schicke ich die zu, mache einen Termin aus, wann ich wieder mit demjenigen spreche. Dann schaut er sich das an oder hört sich das an. Es dauert wirklich nur 10 Minuten. Das ist wirklich so ein Audio. Das haben wir auch als CD, sodass ich die jemandem, wenn ich ihn jetzt persönlich live treffe, ihm geben kann. Er hört sich im Auto an, eben kurz. Ja. Im Prinzip so ein kurzer Vorfilter, ne? Um einfach zu gucken, mit wem lohnt es sich, Zeit zu investieren, wer ist offen, wem kann man wirklich weiterhelfen. So, danach bekommt er die komplette Präsentation und dann kommt man ja normalerweise an den Punkt, wie du jetzt sagst, okay, hey, ich würde jetzt einsteigen. So, und dann geht es wie folgt. Dann würde ich sagen, okay, Rainer, perfekt. Ich schicke dir jetzt zwei E-Mails zu, okay? Die erste, die ich dir schicke, ist, ich schicke dir die Zugangsdaten zum System. Da kannst du dich schon mal ein bisschen reinklicken, kannst dir schon ein bisschen alles anschauen. Auf der anderen Seite schicke ich dir aber eine E-Mail mit einem Einführungsheft und einer Einführungsaudio, die in 10 Schritten unseren Arbeitsprozess beschreibt, sowohl einmal zum Durchlesen als auch nochmal zum Anhören. Ich würde gerne, dass du nach jedem Schritt Pause drückst, dir Notizen an die Seite machst und wir jetzt einen Termin vereinbaren, Rainer, entweder morgen oder spätestens übermorgen, wo wir gemeinsam die Einarbeitung machen. Das heißt, wir gehen dann gemeinsam über alles nochmal drüber, sodass dir wirklich klar ist, was dich erwartet und aber auch auf der anderen Seite auf die Entwicklung, welcher Fähigkeiten wir uns im ersten Jahr deines Business konzentrieren werden. Und das ist so der Start. Dann haben wir eben diesen Termin, im Idealfall irgendwie persönlich, wenn das machbar ist. Und dann machen wir diese Einarbeitung zusammen und von dort aus ist eigentlich schon alles klar. Und dann hat man natürlich immer so back and forth, Feedback, ja, das und das habe ich erlebt. Okay, super, schau mal hier und da vielleicht noch so ein bisschen, würde ich vielleicht darauf achten oder sowas. Also sozusagen so ein bisschen, ne, so ein ongoing Mentorship. Aber es ist immer nur dann, wenn du auch die Aktion ergreifst, wenn du auch wirklich die Dinge umsetzt. Und das ist so ungefähr, wie das ablaufen würde, ja. Wenn ich das jetzt mal sagen darf, Führung bei Daniel Fire bedeutet auch dran sein wie ein Messer, oder? Weil du gleich gesagt hast, heute oder morgen Termin. Genauso muss es ja sein. Aber ich glaube, das lebst du auch in Perfektion, oder? Ja, das ist wichtig. Ich meine, guck mal, Rainer, wenn du jetzt sagst, also ich habe irgendwie so rausgefunden, so die Halbwertszeit eines Networkers ist so ungefähr 28,4 Tage. Ja, also so, wenn in den ersten 28 Tagen nichts passiert, dann passiert wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nichts mehr. Und deswegen meine größte Verantwortung, die ich ja habe, Rainer, für dich als neuen Vertriebspartner, ist ja, dass ich dir helfe, wirklich sofort neue Ergebnisse zu produzieren. Und das geht auch. Und es wird auch diese Geschwindigkeit von den Leuten, die natürlich ready sind und die was bewegen wollen, auch absolut aufgenommen. Also ich habe jetzt einen Vertriebspartner von diesen neuen, das ist jetzt das beste Beispiel, das größte Beispiel von diesen neuen Leuten, die in den letzten 3 Wochen dazugekommen sind, der hat jetzt in den ersten 3 Wochen hat er fast 12.000 Dollar verdient. Ich meine, das ist ja nicht schlecht. Und jetzt nicht dadurch, dass er irgendwie einem Menschen irgendwie ein großes Paket verkauft hätte oder so, sondern wirklich Basisarbeit, Prozess, Meetings, der gibt natürlich Vollgas. Und es ist kein Networker, für die, die das jetzt vielleicht denken, er ist Dentaltechniker, hat noch nie Network Marketing gemacht, hat wohl mal ein bisschen Vertrieb gemacht in dem Bereich, so Zahnarztpraxen und so weiter, und Kieferorthopädie, aber das hat jetzt nichts damit zu tun mit dem Business, was wir machen. Der hat wirklich zu mir gesagt, pass auf, Daniel, folgender Deal, ich steige ein, du sagst mir, was ich tue, ich setze exakt das um. Und er bringt natürlich ein paar Sachen mit, die vielleicht wichtig sind für einen guten Start. Er bringt mit Timing, also ist einfach jetzt das Timing für ihn richtig. Er sagt, er hat, sein Traumjob war immer, Dentaltechniker zu werden. Und er hat als Dentaltechniker jetzt über 30 Jahre oder 20, 30 Jahre lang gearbeitet und hat so irgendwie da seine Erfüllung gefunden. Aber in letzter Zeit wird es immer schwieriger, muss immer mehr Kompromisse eingehen. Er verdient immer weniger bei immer noch mehr Zeit, immer weniger Zeit für die Familie und so weiter. Alle diese Dinge. Und er sagt, jetzt ist einfach mein Timing gekommen. Jetzt bin ich einfach mal dran. Jetzt lebe ich, jetzt baue ich was auf für mich und helfe denen, die da mitziehen. Das heißt, das Timing ist richtig für ihn. Das nächste, was er macht, er ist absolut lernbereit. Also er ist wirklich jemand, der gesagt hat, pass auf, ich bin ja fast doppelt so alt wie du, ja, aber ich akzeptiere und verstehe, dass du in diesem Business erfolgreich bist. Ich bin in einem anderen. Wenn wir jetzt in der Dentaltechnik arbeiten würden, dann würde ich dir sagen, was du tust. Aber hier packe ich einfach alles auf die Seite, was ich denke und mache exakt das, was wir gemeinsam durchsprechen. Und das tut er tatsächlich. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass man die ganzen alten Fehler nicht mehr machen muss. Weil meine Erfahrung ist, dass es gibt immer nur die gleichen Fehler, Rainer. Es sind die alten Menschen, also alte Vertriebspartner, die alte Fehler machen, und es gibt neue Vertriebspartner, die die gleichen alten Fehler machen. Aber es gibt keine neuen Fehler. Und wenn man von vornherein einfach dieses Mentorship hat und es nutzt, dann hat man im Prinzip die Möglichkeit, sofort sehr effektiv zu sein. Ja.
Du hast gerade was Tolles angesprochen. Eine der häufigsten Fragen, die ich so von unseren Kunden bekomme, ist immer, ja, sag mal, ich bin doch noch viel zu jung. Was sollen denn alte Menschen von mir denken? Und ich empfinde das ja als größter Nonsens, diese Frage. Mich würde aber mal interessieren, weil die Leser kennen immer nur meine Meinung dazu, wie du zu dem Thema stehst. Kann man denn als junger Mensch alte Leute überhaupt ansprechen? Ja. Hören die auf einen überhaupt? Wie stehst denn du dazu? Das kann man auf jeden Fall. Also, ich sag mal so, es ist natürlich klar, wenn jetzt jemand gerade 18 Jahre alt ist und gerade startet im Vertrieb, kann es schon sein, dass er im ersten Moment vielleicht irgendwie augenscheinlich ist etwas. Ich will gar nicht mal sagen, schwieriger hat, aber natürlich eine andere Response bekommen von jemandem, der jetzt 48 ist und Unternehmer seit 20 Jahren. Das ist schon klar. Nur der Schlüssel liegt darin, und zwar, dass man sowieso, und das ist übrigens unabhängig von deinem Alter, weil das ist ja nur die eine Sache. Der Nächste sagt dann, er ist zu alt. Der Nächste sagt, ja, ich bin aber zu unerfolgreich. Der Nächste sagt, ich bin vielleicht zu erfolgreich, dass Leute denken, das kann ich nicht, was ich mache. Oder es kann sein, dass einer sagt, naja, ich wohne ja zu weit weg. Oder der Nächste sagt vielleicht, ich bin nicht so eloquent oder was auch immer. Also es sind ja immer wieder Gründe, die im Endeffekt eine Situation zusammenfassen, dass einer sagt, ich bin nicht gut genug. So, und die Situation ist die, selbst wenn einer gut genug ist, und das ist nämlich genau der Schlüssel von unserer Systematik, mit der ich arbeite, ist, dass wir sowieso die Vorschau sind und nicht der Film. Was ich damit sagen will, ist, wir erklären das Business sowieso überhaupt nicht, sondern wir schalten ein Tool, sprich ein Werkzeug dazwischen. Wenn du dir das vielleicht mal vorstellst, Rainer, auf der einen Seite haben wir den Interessenten, auf der anderen Seite den Vertriebspartner. So, und jetzt ziehen wir mal eine direkte Linie von A nach B. Dann haben wir ja eine direkte Verbindung. Das heißt, der Interessent sieht immer deine Company in der Art und Weise, wie er dich sieht als Person. Und das kann gut sein, das muss aber nicht gut sein, ja. Und gerade wenn man jetzt vielleicht so augenscheinlich erstmal so einen Nachteil hätte, dann kann es sein, dass es vielleicht etwas schwieriger ist. Es ist aber nie die präferable Situation. Interessanter ist, wenn wir noch an Punkt C mit hinzufügen, sprich ein Dreieck daraus machen. Und C ist dann das Tool oder das Werkzeug. Jetzt hat der Interessent die Möglichkeit, direkt auf das Werkzeug zu schauen, um die Gelegenheit zu erkennen. Und du stehst quasi überhaupt nicht dazwischen. Das heißt, du bist mehr so eine Art Reiseführer, der eigentlich im Prozess von A nach B führt und wirklich nur sagt, hey, Interessent, ich habe hier eine interessante Sache, die schicke ich dir mal zu, schau dir die mal an, ja. So, das heißt, also ich bin quasi außen und helfe nur der Person durch den Prozess zu laufen, und das kreiert dann auch tatsächlich die Unabhängigkeit. Weil im Endeffekt ist die Realität ja die, wir sind alle als Menschen komplett unterschiedlich. Der eine ist von der Personal Development sehr weit, der andere noch gar nicht, der dritte weiß auch nicht mal, was das eigentlich ist. Aber der Punkt ist der, man kann einen Menschen nie duplizieren, aber immer ein System. Immer ein System. Und wenn man eben ein Tool reden lässt oder erklären lässt, also sprich, wenn nicht wir der Film sind, sondern wirklich nur die Vorschau und der Film sich direkt angesehen wird, dann ist es so, dass das im Prinzip völlig irrelevant ist. Und dann geht es um die Dinge, dass man bereit ist, Zeit zu investieren, dass man bereit ist, Energie zu investieren, dass man an seinem Selbstvertrauen und überhaupt an dem Vertrauen und an seiner Postur arbeitet. Dass man einfach weiterkommt. Und wenn Menschen sehen, dass man sich verändert, egal in welchem Alter, ist das immer eine positive Geschichte. Und man wird dann mit der Zeit auch an den Punkt kommen, wo man hin will, dass man eben mit allen Leuten reden kann. Kann nur sagen, Danny, einen Respekt für deine Sichtweise. Du musst immer sagen, du bist 27 Jahre alt und ich glaube, du hast auch schon jetzt nicht nur monetär und irgendwas viel erreicht, sondern ich glaube, das hört auch jeder Zuhörer, dass du schon recht reif bist, ja, was auch deine Denke angeht. Und wahrscheinlich, Danny, resultiert aus dieser Denkweise natürlich auch wahrscheinlich der monetäre Erfolg am Ende. Das finde ich wirklich beeindruckend und also mir gefällt auch, was du da alles erzählst. Daher würde es mich umso mehr interessieren, wo kommst du eigentlich her? Also jetzt nicht örtlich, sondern wie ist so deine Vita irgendwie? Was hast du gelernt? Was hast du eigentlich vorher gemacht? Also bei mir war es so, Rainer, ich hatte nie einen Berufswunsch, mein ganzes Leben noch nie. Ich Echt? wollte immer einfach nur viel Geld verdienen, um Nicht mal ganz ehrlich, Feuerwehrmann oder also Pilot, nicht? nee, gar nichts, gar nichts. Also keine Stewardess, kein Feuerwehrmann, gar nichts. Ja, einfach nur oder Steward heißt das ja heutzutage dann sozusagen. Also nee, ich wollte einfach wirklich, ich hatte drei Gründe zu starten. Grund eins, Geld verdienen. Grund zwei, Geld verdienen.
Grund 3 Geld verdienen. So, das war einfach wirklich, da war mein Mindset damals vor 10 Jahren. Ich wollte einfach nur raus. Und das hat, der Hintergrund ist, glaube ich, der, bei mir, also meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, wir hatten also nie das Problem, dass jetzt überhaupt kein Geld da war. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber meine Eltern sind einfach sehr, 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 sehr diszipliniert und sparsam aufgewachsen, weil sie in ihrer Kindheit kein Geld hatten, also wirklich gar keins. Ja. Ich erkenne dann noch die Geschichte davon, dass der Strommann kam und keine 5 Mark im Haus waren. So, und das sind so die Geschichten. Und dadurch ist eine extrem sparsame Lebenshaltung entstanden. Sehr, sehr viel Liebe, alles super nett, aber sehr sparsam. Also, um einfach mal ein Beispiel zu geben. Ich wollte auch mal ins Hotel in Urlaub, aber wir sind halt eben mit dem Wohnmobil an den gleichen Ort gefahren, wo wir halt sonst auch waren, zum Beispiel eben irgendwie am Gardasee. Aber ich wollte halt gerne mal in ein Wellnesshotel, gab es halt nicht. Ne? Oder ich wollte gerne essen gehen, aber wir haben halt zu Hause gegessen. Ich war einfach nie im Restaurant, weil man ist halt einfach teurer. Oder als man noch richtig klein war, wollte man vielleicht ein Eis in der Stadt und es gab kein Eis in der Stadt, weil man kann es auch zu Hause essen, weil es halt günstiger und so Verstehe. weiter. Und das ist halt permanent. Das heißt, die Situation, die entstanden ist, dass in mir sich so dieser Wunsch entwickelt hat, einfach frei zu sein, einfach selbst entscheiden zu können. Und ich rede hier gar nicht von den Millionen und irgendwie den Jet kaufen oder irgendwie so Geschichten, sondern ich rede davon, einfach mal nur essen können, was man will und wo man will und wann man will. Und wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen zwei Gerichten, weißt du was, einfach beide bestellen, ist doch egal. Nur als Beispiel, ja? Oder zum Beispiel zu sagen, Mensch, einfach vielleicht. Das Auto, gut, das ist mir jetzt schon wieder teuer, aber vielleicht einfach mal ein Auto kaufen, wo man sich wirklich wünscht. Oder in der Speisekarte halt eben nicht auswählen nach dem Preis und dann, was einem eigentlich schmeckt, sondern andersrum. Vielleicht, wenn ich irgendwo hinfahren möchte, einfach zu sagen, okay, weißt du was, ich fühle mich heute danach, dorthin zu fahren und dann einfach sich ins Auto zu setzen oder an den Flughafen zu fahren, dorthin zu fahren. So dieses Level an Freiheit, ja, das zu erreichen, das hat so einen Antrieb gehabt in mir, dass ich halt gesagt habe, okay, was kann ich tun, um das zu erreichen? Das war meine Frage. So, und ich habe dann damals, werde ich nie vergessen, im Berufsorientierungsseminar beim Arbeitsamt von der Schule, gab es 3 verschiedene Farben von Ordnern. Einen grünen Ordner, einen roten Ordner und einen gelben Ordner. Und alle diese Ordner waren sortiert nach Berufsfeldern. Und dann hat der Herr vom Arbeitsamt erklärt, dass diese Ordnerfarben nach Einkommensgrößen also geordnet waren. Also das eine waren so praktische Berufe, praktische Berufe im Prinzip, wo man irgendwie eine Einkommensgröße von bis hat. Dann war halt das nächste, waren so irgendwie andere Sachen, wo dann irgendwie so bis, ich weiß gar nicht mehr die Zahlen, aber irgendwie sowas, was weiß ich, bis 80.000 Euro im Jahr. Und dann gab es halt so die wirklichen Top-Jobs, die waren im gelben Ordner, die standen auch oben und die waren so ab 80.000 Euro aufwärts, so und so weiter. Und dann bin ich dahin und habe mir einfach natürlich die ganzen gelben Ordner angeschaut, was es da so gibt. Ne? Und was da so faszinierend war, Rainer, für mich war, dass so viele Leute sich die grünen und roten Ordner angeguckt haben. Wo ich mich einfach gefragt habe, Moment mal, wenn ich doch sowieso nicht weiß, was in den Ordnern drin ist, dann fange ich doch lieber an, oben zu gucken als unten. Und da war so der erste Moment, wo ich nicht ganz verstanden habe, warum die Masse immer was anderes tut, als das, was eigentlich, wenn man zumindest was erreichen möchte, vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass viele denken, was wir vorhin hatten. Ich bin nicht gut genug. Ich kann sowieso nicht mehr oder sowas. Und ich dachte einfach, hey, ich muss es sowieso lernen, also lass mal oben anfangen. Ja, und dann war halt da so die Bank, ne? Also gehen die Bank und dann habe ich halt 1 plus 1 zusammengezählt. Okay, in der Bank ist ja auch das ganze Geld. Zumindest wird es immer behauptet, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht heutzutage, wie hat Randy Gage das beschrieben in seinem neuen Buch? Ich bin ja der Einzige in der Wüste, der schreit, der Kaiser hat ja gar keine Hosen an. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, dann bin ich in die Bank und dann dachte ich, okay, 1 plus 1, große Bank, Deutsche Bank, alles klar, dann gehe ich doch genau dorthin, ja. Hab dann dort angerufen habe dort einfach angefangen und habe dann angefangen, Ausbildung zu machen, Studium zu machen. Hatte aber parallel schon Network Marketing kennengelernt auf einer Anzeige in der Zeitung, ja, und habe dann im Internet gegoogelt, so Arbeiten von zu Hause und habe dann angefangen vor 10 Jahren im Network und das hat mich also so gepackt. Also das war im Prinzip direkt meine erste Liebe, die bis heute auch immer so geblieben ist und habe dann auch relativ schnell das Thema bei der Bank und im Studium alles gecancelt und bin dann hab Network Marketing einfach gemacht damit dann gestartet damals, ja. Okay, verstehe. Da, wo du heute bist, also du hast quasi, du glaube ich, auch schon andere Network-Unternehmen, müssen wir jetzt keinen Namen nennen oder so, aber du hast, glaube ich, schon andere kennengelernt, ne?
Ja, also die Sache ist die, bei dem Unternehmen, wo ich heute bin, die gibt es erst seit 2005. Das heißt, ich konnte damals noch gar nicht dort einsteigen. Das ist also die Situation. Der Punkt war aber auch der, am Anfang hatte ich ja überhaupt gar keine Übersicht. Ich habe das ja überhaupt gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Meine größte Hoffnung war, bitte lass das nicht illegal sein im ersten Moment. Also, Ja. so. Und als ich dann ankam bei dem Seminar, ich war 17 Jahre alt in Frankfurt und habe die ganzen Autos vorne dran gesehen und habe gesehen, Mensch, Relaxa Hotel Frankfurt, ja, also das, wenn das illegal wäre, hätte schon einer bemerkt. Da war ich dann erstmal total entspannt, ja, habe da mir diesen Samstag reingetan und bin dann abends bei Bekannten von meinen Eltern übernachtet, weil ich hatte auch kein Geld für ein Hotel oder sowas irgendwie und bin dann am nächsten Morgen an der Straße gestanden, werde ich nie vergessen. Hab Musik gehört und der Mensch, der mich abholen wollte, kam einfach nicht. Und irgendwie hat mich dieser Gedanke verfolgt, naja, klar, war ja klar, irgendwo musste es ja einen Haken geben. Und ich dachte irgendwie so, dass ich das irgendwie vielleicht zur Hälfte geträumt habe, was da gestern passiert war. Weil so verstehst du, Rainer, dieser Gedanke, du hattest ja auch mal irgendwann diesen Moment im Vertrieb, ja? Denn 100 jeder Prozent. hatte den ja mal, der irgendwie groß geworden ist, der einfach irgendwo saß man da und man hat das mit dieser Duplikation gesehen und hat sich gedacht, man, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich kann jeden ansprechen, den ich will. Jeder, der einen Traum hat und ein Ziel hat, kann ich darauf ansprechen. Ich muss ihn nicht bezahlen, er finanziert sich selbst und ich bin beteiligt an allem, was daraus entsteht. Und wenn ich oben zwei mehr reintue, kommen unten 100 mehr raus. Und so Geschichten, wo ich einfach dachte, das kann ja nicht wahr sein. Wenn du darin gut wirst, hast du alles, was du dir immer gewünscht hast, in Bezug auf finanziell. Und ich stand da echt morgens an dieser Straße und dachte nur, bitte, bitte, lieber Gott, lass diesen Menschen erscheinen. Ich will wieder auf dieses Seminar. Ich will, dass das wirklich kein Spaß ist, sondern wirklich die Realität. Und ja, so war es dann auch. Und war dann 4 Jahre in dem Unternehmen. Und dann ist was passiert, was vielleicht der ein oder andere Hörer auch schon mal erlebt hat. Dass man irgendwann so an den Punkt kommt, wo man sagt, irgendwie ist alles super. Also glaub mir, ich habe das geliebt. Ja, also das war schlimmer als die Liebe zu meiner Freundin damals. Ja, ist wirklich der Punkt. Ich habe das geliebt. Ich hätte für nichts auf der Welt dieses Unternehmen aufgegeben oder diese Gelegenheit. Ich hätte in den Produkten gebadet. Alles. Das Problem war einfach nur, dass ich nach 4 Jahren mal so irgendwann so diesen realistischen Ansatz bekommen habe und mal auf meine Abrechnung geguckt habe. Und ich hatte nach 4 Jahren meine höchste Abrechnung, die ich jemals hatte, waren 3.500 Euro. Und das im Monat. Und das klingt jetzt besser, als es war, weil dazu musste man noch 2.500 Euro eigenen Umsatz machen, wo man also mindestens mal so 1.000 Euro zugekauft hat ab und zu. Und dann hatte man ja noch Kosten und alles. Und am Ende des Tages hatte ich eigentlich nicht annähernd das Einkommen, was ich mir wirklich gewünscht habe. Und ich habe also wirklich auch schon ein Jahr hauptberuflich das gemacht und bin einfach nicht weitergekommen. So, und was mir gefehlt hat, heute rückwirkend, war einfach ein Mentor. Also ernsthaft, das hat mir gefehlt. Jemand, der in der Lage ist, heute Ergebnisse zu produzieren, nicht vor 20 Jahren, der mich an die Hand nimmt, der sagt, guck mal, das, 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 das musst du tun, das und das und das musst du entwickeln, um mir einfach einen klaren Weg zu geben. Das war einfach nicht gegeben. Und weil das nicht gegeben war, hat halt jeder versucht, was so funktioniert, oder hat halt die Tipps angenommen von denen von vor 20 Jahren, die eben erfolgreich geworden sind, und die Zeiten haben sich halt verändert. Gewisse Menschen haben sich nicht verändert, aber Zeiten haben sich verändert. Und also Menschen von den Grundbedürfnissen her, meine ich, haben sich nicht verändert. Von der Art zu leben, von der Art zu kommunizieren, total. Und dann habe ich daraufhin gesagt, okay, habe super tolle Leute dort kennengelernt und habe dann in einem Bauträgerunternehmen gegründet, mit jemandem zusammen, in Königstein bei Frankfurt. Bauträger. Genau, also ganz was Okay. anderes. Also wir haben Häuser gebaut, Luxusvillen. Ich bin da genauso Jungfrau zum Kinde wie damals zum Network, ja, und habe einfach angefangen. War dort 2, 3 Jahre, bin dann ein klein wenig ausgehebelt worden, weil ich in meinem Alter zu viel verdient habe, um es mal so auszudrücken. Als dann Investoren dazu kamen und wir wirklich erfolgreich wurden, war halt die Frage, warum verdient denn der Junge mit 23 Jahren oder 24 Jahren oder 22 Jahren so viel Geld? Dann stand ich plötzlich dort und es war nichts mehr da. Es war auch eine interessante Erfahrung, wo ich dann wiederum zurückkam zum Vertrieb und mir gesagt habe, okay, im Network musstest du nie über deine Abrechnung diskutieren, die war einfach da. Das Problem war, das Geld auf die Abrechnung zu bekommen, aber wenn es drauf war, war es auch da. So, und habe dann halt gesagt, okay, das Ja. bringt alles nichts, ich muss jetzt wieder ins Network und ich wollte auch wieder ins Network. Und ich hatte auch so ein Erlebnis, deshalb ja auch Dubai. Ich bin dann in Urlaub gegangen für eine Woche in Dubai zum ersten Mal. Und wie es der Zufall wollte, war da genau das Direct Selling Festival, das zweite. Und da war also alles voll mit Networks in Dubai. Und dann war ich dort, da werde ich nie vergessen, an meinem Geburtstag. 6. April habe ich die Kündigung geschickt an die Immobilienfirma, so nach dem Motto, vergiss das alles, ich bin weg, ich komme nicht mehr wieder. Und habe dann eben wieder ins Network geschaut und es hat mich einfach echt eingeholt. Und ja,
Dann habe ich angefangen bei einem Unternehmen, was irgendwie spannend geklungen hat. Ich wollte damals jemanden finden, der mir wirklich beibringen kann, wie es funktioniert. Habe das im ersten Moment nicht ganz geschafft. Habe dann dort gestartet. Das Unternehmen ist insolvent gegangen, war plötzlich im Ausland nicht mehr da. Dann wollte ich bei der Company anfangen, wo ich heute bin. Die waren aber noch nicht in Deutschland, haben mir gesagt, wir wollen nicht, dass jemand anfängt, wenn wir noch nicht da sind. Insofern ging es nicht. Was natürlich ich heute auch anders machen würde. Ich hätte dann einfach angefangen, aber ich habe damals das so ganz naiv einfach angerufen, gefragt, ja. Und Okay. naja, gut. Und habe dann in einem anderen Unternehmen angefangen, was ähnliche Vergütungsplan hatte, weil mich das so fasziniert hat. War dort 18 Monate, dann hat das Unternehmen Europageschäft zugemacht. Also das zweite Mal, wo die Firma weg war. Und dann dachte ich mir, okay. Parallel kam dann das Unternehmen, wo ich heute bin, und habe ich gesagt, alles klar, das ist ein Schrecken mit Ende, ja. Und jetzt fange ich dort einfach an und mache endlich das, was ich eigentlich schon seit 3 Jahren machen will. Also man muss wirklich sagen, ich habe dem Unternehmen vorher schon Videos von der Company geschickt, habe gesagt, guck mal, so muss ein Event aussehen, guck mal, so muss eine Promotion aussehen, guck mal, so muss das funktionieren. Und ja, ich habe natürlich damals nicht gewusst, dass ich dann irgendwann dort sein werde. Und als es dann wirklich so war, dann war das wirklich so wie Rainer, deine Traumfrau, wenn du sie siehst und du weißt, es wird niemals was werden, ja, du wirst niemals mit ihr zusammenkommen. Es gibt tausend Dinge, die dagegen sprechen und du kriegst es einfach nicht gebacken. Und irgendwann passiert, weiß ich nicht, Himmel und Erde kommen zusammen und plötzlich klappt es dann doch. Und so habe ich mich gefühlt, als ich bei der Firma eingestiegen bin. Und das war genau der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, hier und ich gehe nie wieder weg. Und deswegen, ich bin auch heute, und das ist auch eine wichtige Message für alle, die da draußen sind, wenn man wirklich das hat, was man sucht, also hat man das Unternehmen, was liefert, was zahlt, hat man Mentorship, was man braucht, hat man erfolgreiche Beispiele in der Unternehmung, hat man einen Prozess und ein klares System, mit dem man arbeitet, wenn man das wirklich alles hat, dann muss man auch wirklich den Mut haben zu sagen, okay, permanentes Einkommen kommt von permanentem Commitment. Nur weil es irgendwo mal grüner aussieht, nicht sofort springen, nur weil jemand irgendwie einem Geld anbietet oder sonst was, sondern also ich bin wirklich unrekrutierbar für den Markt. Ich bin dort, wo ich bin und bin dort auch in 10 Jahren noch von heute. Das ist also definitiv klar. Und das ist auch so eine Sache, wo ich glaube, die wenigsten Networker wirklich anerkennen und das wirklich tun. Wobei ich natürlich vielen recht gebe, wenn ich mir wirklich anschaue, in welcher Situation die zurzeit arbeiten, dass es so natürlich auch nicht funktionieren kann. Ja, aber es gibt schon Companies am Markt, da gibt es nicht nur eine oder so, sondern gibt Companies am Markt, wo das alles der Fall ist und wo man dann auch durchziehen sollte. Ja. Das ist so eine spannende Mischung zwischen, was du hast, diese brutale Loyalität. Es kommt nichts links und nichts rechts, aber auch, wie soll ich sagen, das unternehmerische Feeling zu haben, ob man schauen sollte oder nicht. Ne? Das ist so eine Mischung. Ne? Weil ich bin ja auch so, wenn man was anfängt, muss man es durchziehen. Man darf aber auch nicht stupide was durchziehen, wo man erkennt, es hat gar keine Chance. Ne? Richtig, und das war ja damals bei mir, bei meinem ersten Network so, ihr müsst dir vorstellen, so nach 4 Jahren, also weißt du, die meisten werfen ja hin nach 28 Tagen. Das ist ja so auch der nächste Punkt, wo man dann sagt, okay, also wirklich, lass mal die Kirche im Dorf. Aber wenn ich jetzt nach 4 Jahren mal einfach mal so eine Linie ziehe und sage, okay, wo stehe ich? Ja, bin einfach nicht mehr annähernd in der Richtung unterwegs, weshalb ich damals angefangen habe. Dann muss ich halt eine Entscheidung treffen und sagen, okay, entweder, und das war so meine Fragestellung damals, okay, pass auf, du liebst das Ding, du liebst die Leute, du liebst dort auf Seminare zu gehen, alles. Bist du bereit, es weiter als Hobby zu tun? Oder möchtest du dorthin, wo du eigentlich gestartet bist, dass du wirklich deine Träume und Ziele hast? Und weil die, weißt du, das Problem ist ja, unsere echten Träume und Ziele verwässern mit der Zeit. Da geht immer ein bisschen mehr Staub drauf und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und du fängst an, nicht mehr dran zu glauben. Und wenn du dann auf Seminaren hörst und sowas, ja, pack deine Träume und Ziele aus, Träume, notier dir die Sachen, dann geht schon das Gespräch im Kopf los. Ja, klar, also das wieder, ach, die Übung habe ich schon 100 Mal gemacht und so weiter. Aber was die wenigsten haben, ist wirklich dieser echte, lebende, vibrierende Traum vor dir, diese Vision, in der du lebst, jetzt aktuell, wo du wirklich weißt, die Aktion, die ich gerade tue, ist die Realisierung dessen. Ja, und das fehlt. Und wenn dieser Glaube nicht mehr da ist, ja, und auch die Ergebnisse nicht da sind, dann muss man wirklich mal kurz die Handbremse einlegen und sagen, okay, woher kommt das? Was brauche ich? Und ich kann gerne mal so meine Checkliste weitergeben, die für mich wichtig war. Und wie gesagt, die erfüllt jetzt nicht nur ein Unternehmen. Denn insofern ist es vielleicht ein ganz guter Punkt. Also die erste Sache war für mich, ich wollte ein Unternehmen, wo ich kein Experiment mehr bin.
Und die Story draußen, die immer da ist, hey, du musst der Erste sein, du musst am Anfang sein, weil der oben verdient am meisten Geld. Und wenn die Company jetzt gerade gelauncht ist, hast du die größte Chance. Bin ich absolut der Überzeugung, Rainer, ist die destruktivste Message, die jemals im Network Marketing draußen war, weil die Menschen alle auf etwas springen, was ganz neu ist, in der Hoffnung, dann der Erste zu sein. Nur was interessant ist, deswegen hat man noch lange kein großes Team aufgebaut. Und es ist immer das Gleiche, dass am Anfang, wenn Leute aufgrund dieser Message darauf springen, dann im Prinzip nach 3 bis 6 bis 12 Monaten 90% dieser Leute vom Anfang sowieso nicht mehr da sind, weil sie dann gemerkt haben, oh, über Nacht bin ich ja gar nicht in die höchste Position gekommen. Und es dann im Endeffekt die gleiche Arbeit erfordert wie bei allem anderen, nur mit dem entscheidenden Unterschied, dass du gar nicht weißt, ob das Unternehmen in 5 Jahren überhaupt noch da ist. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber wenn wir uns die Fakten anschauen, es sind Zehntausende von Network-Marketing-Unternehmen gestartet und es sind nur eine zweistellige Zahl international, die tatsächlich so den Umsatz erreicht haben, dass sie ein Milliardenkonzern geworden sind, um das einfach mal so auszudrücken. Und diese Sicherheit, die man einfach hat, wenn man bei einem Unternehmen arbeitet, was tatsächlich ein Unternehmen ist, was Milliardenumsätze gemacht hat weltweit, ist so wertvoll. Weil wenn ich wirklich meine Energie, meine Zeit, meine Kontakte, wenn ich das wirklich alles einbringe, wenn ich das Business lebe anstelle von nur Arbeit und alle diese Tipps annehme, die man ja immer bekommt, und dann ist plötzlich das Unternehmen weg, ich habe es zweimal erlebt. Steigt man nicht unbedingt mit seiner Glaubwürdigkeit und man steigt auch nicht gerade mit seiner Begeisterung und Glaube an die Sache. Ich glaube, viele hätten auch die Situation dann komplett hingeworfen, hätten gesagt, komm, ich suche mal wieder einen Job, das klappt halt alles nicht mit dem Network. Ja. Und das finde ich wichtig. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte ein Unternehmen haben, was so groß ist, dass ich weiß, dass es mich überlebt. Mal unabhängig davon, was ich tue. Ja, das ist die eine Sache. Weil erst dann habe ich die Chance, diesen Traum des Network Marketing wirklich zu leben, dass ich eine Zeit lang aufbaue und ein Leben lang bezahlt wäre. Oder dass ich das mal an meine Kinder vererben kann. Das ist ja schön, wenn das alles in der AGB steht, aber wenn das Unternehmen erst 2 Monate da ist, wer weiß, ob es überhaupt noch gibt. Und da gibt es ja nun nicht ein Beispiel, sondern Zehntausende an Beispielen von Firmen, die einfach wirklich nicht mehr da sind. Das ist der erste Punkt. So, der nächste ist, dass mir klar war, ich brauche einen Mentor. Kein wirklich erfolgreicher Networker würde heute einfach noch so irgendwo einsteigen, so nach dem Motto, okay, die Company ist geil, da gehe ich jetzt hin und jetzt trage ich mich einfach ein. Sondern die würden immer gewisse Sachen abchecken. Und wenn ich doch die Freiheit habe, selbst zu wählen, dann wähle ich mir einen Sponsor oder eine Upline, wo ich der Meinung bin, dass die das erreicht haben, was ich erreichen will. Und die auch bereit sind, überhaupt ihr Wissen weiterzugeben. Auch das ist nicht immer der Fall, weil viele ja schon ausgecheckt haben auch, ja. Und das ist ja auch okay, weil das ist ja der Traum, weshalb wir anfangen. Aber man sollte wirklich so dieses Timing bekommen und sagen, okay, hier ist jemand, der ist on the move, der hat das erreicht, was ich will, der ist mir persönlich sympathisch, das, was er sagt, macht Sinn für mich. Und dann würde ich diese Beziehung suchen, wenn ich schon irgendwo eingestiegen bin und habe das alles, aber vielleicht den Punkt nicht, dann muss ich in der Upline mal suchen, gibt es da jemand, von dem ich dieses Mentorship bekommen kann. Wenn das alles nicht geht, gibt es auch unabhängiges Mentorship. Ich will jetzt da jetzt keine konkreten Seiten empfehlen, jetzt vielleicht hier auf eurer CD, aber der Punkt ist, es gibt im Internet unabhängiges Network-Marketing-Training, nicht wirklich sehr viel, was sehr hochwertig ist, aber es gibt schon und es gibt auch sehr gute Quellen, und das eben zu tun. So, dann braucht man ein Produkt, was echte Ergebnisse erzeugt beim Kunden. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur so ein Proforma-Produkt, sondern ein Produkt, was wirklich funktioniert. Ja, also wir arbeiten da zum Beispiel mit so einem Acai-Fruchtsaft, wo die Menschen tatsächlich, wenn sie es nehmen, messbar im Körper Unterschiede haben, was einfach ganz wichtig ist, dass man halt wirklich auch die Erfolge der Produkte belegen kann. So, dann braucht man eine Company, die ausnahmslos liefert und zahlt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Unternehmen ist jetzt in der 423. Woche und hat jede Woche pünktlich geliefert und gezahlt. In 423 Wochen in Folge. Das ist wichtig. Und so weiter. Also Mentorship, Produkte, Umsatzgröße, so, und dann muss natürlich das Marketing auch irgendwie attraktiv sein. Es gibt so viele Unternehmen, die haben tolle Produkte, aber haben einfach kein Marketing. Und das Thema ist, wir arbeiten nun mal im Network Marketing, in einem Attraction Business. Und es ist schön und gut, wenn wir als Person besser werden, aber auch die Message muss irgendwie attraktiv rüberkommen. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn ich bei den Promo-Videos schon einschlafe, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich damit niemals diese Dynamik erzeugen Ja. kann, weil Menschen, die brauchen Emotionen. Und auch wenn es nicht nur um puren Hype geht oder so, aber es geht schon um Emotionen darum, und Menschen zu erreichen, Menschen zu bewegen. Und da muss dann im Prinzip auch marketingtechnisch ein guter Job getan werden. Und last but not least, das System, wovon ich eben schon gesprochen habe. Man braucht ein klares
ein prozessorientiertes Geschäft. Wir können da sehr viel aus der Finanzdienstleistung lernen. Finanzdienstleister sind in dem Punkt sehr, sehr stark. Also die haben klare Checklisten, klare Ablaufpläne. Da ist das Gespräch immer genau das Gleiche und so weiter. Und das sind Dinge, die sind so wichtig. Die sind im Network Marketing, werden echt stiefmütterlich getreten. Und es gibt wirklich, also aus den Zehntausenden von Firmen, die es gibt, würde ich sagen, eine Handvoll maximal in Deutschland, die das erfüllen, wo diese Punkte da sind, wo man dann in der Position ist und sagt, super, so, und jetzt bin ich Networker und jetzt geht es darum, ich kann mich wirklich darauf konzentrieren, meine Fähigkeiten zu verbessern, meinen Charakter zu verbessern, sodass ich in mehr positive Assoziation mit mehr Leuten stehen kann. Jetzt kann ich meine Intensität und mein Zeitcommitment aufbauen, meinen Glauben, Vertrauen zu der Sache, wobei nämlich der Rest wirklich im Prinzip sich drum gekümmert wird. Ja. Okay. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, du hast ja vorher so ein bisschen die Zahlen gesagt. Ich weiß nicht, wenn wir mal über Zahlen sprechen oder so. Wie gesagt, ich bin ja auf dich zugekommen, weil du dann doch hier eine Rennliste angeführt hast, beziehungsweise über den Kanal bin ich auf dich aufmerksam gekommen. Hast du Zahlen, wie sich das jetzt bei dir entwickelt hat? Du bist jetzt seit 2 Jahren aktuell heute, wo wir das Interview machen, glaube ich, bei der Company, oder wie lange machst du das Geschäft jetzt schon? Genau, August 2010 bin ich eingestiegen, also so 2,5 Jahre. Und meine erste Abrechnung waren 1.293 Euro. Das war die erste Woche im Geschäft. Und mittlerweile ist die Spitze jetzt vor 3 Monaten gewesen. Ist deshalb die Spitze, weil da noch ein Rangaufstiegsbonus dazu kam von 98.000 Dollar in einem Monat. Was jetzt so Geil. das Höchste ist, was ich jetzt bisher erreicht habe. Und das ist natürlich schon atemberaubend, finde ich. Für einen 27-Jährigen ist es der Hammer, ne? Ja, absolut. Was hast du da gemacht? Gleich neues Auto gekauft, oder? Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich habe mir etwas angewöhnt. Und zwar habe ich, als ich ein halbes Jahr bei der Company war, habe ich mit meinem Mentor zusammengesessen und der hat mir gesagt, wie viel hast du letzten Monat verdient, hat er gefragt, genau. So, und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, was es war, 3.000, 4.000 Euro. Und dann sagt er zu mir, super, und wie viel hast du dir selbst bezahlt? Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das jetzt? Dann sagt er, naja, wie viel von den 3.000 bis 4.000 Euro hast du weggelegt und nicht ausgegeben? Und da habe ich gesagt, ja, du, im Moment gar nichts, weil, weißt du, ich habe noch so ein paar Schulden abzubezahlen hier wegen den Networks vorher, die dann plötzlich nicht mehr da waren und so weiter. Und dann sagt er, es interessiert mich alles nicht. Also sprich, die Antwort ist nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, richtig, nichts, genau. Und ich habe mich so scheiße gefühlt in dem Moment, weil ich dachte, oh Gott, wie peinlich, ja. Nichts, ja, nichts. Und dann sagt er, super, pass auf, mich interessiert nicht, wie viel du verdienst, mich interessiert, wie viel du dir selbst bezahlst. Weil es gibt Menschen, die verdienen 10.000 und andere 100.000, aber am Ende ist das Ergebnis das gleiche wie das, was du mir gerade gesagt hast, nämlich nichts. Und er sagt, als er herausgefunden hat, dass der Unterschied zwischen Geld verdienen und Geld behalten ein ganz großer ist, hat er mir gesagt, solange ich nicht anfange, diese kleine, einfache Regel zu beachten, das ist wirklich nur der Start, also das ist wirklich die kleinste Basic von den Dingen, die uns beigebracht werden in Büchern, wie der reichste Mann von Babylon oder dann auch hin bis zu wirklich professionellem Finanzmanagement, aber wirklich so eine ganz simple Everyday Rule für jeden, ja, sowas zum Anwenden. Solange ich nicht anfange, wenigstens 10% zurückzulegen und nicht auszugeben, egal ob ich noch Schulden habe, egal ob sonst irgendwas ist, also sprich, wenn ich nicht anfange, mein Vermögen aufzubauen, werde ich nie eins haben. Und Ja. das habe ich so gefressen in dem Moment, dass ich genau das gemacht habe. Ich habe angefangen, 10% zur Seite zu legen. Jede Abrechnung, die jede Woche kam, völlig egal, ob ich noch was zu bezahlen hatte, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe es gesehen als eine der ganzen Rechnungen, aber die wichtigste Rechnung, nämlich die für mich, ich bezahle mich selbst für meine Arbeitsleistung. Und es sind zwei super interessante Dinge passiert. Die erste Sache, die passiert ist, man merkt es überhaupt nicht. Wenn man das einfach tut, man merkt es nicht, ich verspreche es den Hörer und Hörerinnen, macht es einfach, das ist wahrscheinlich der beste Tipp, den ich heute gegeben habe, weil damit baust du dir wirklich eine Stabilität und eine Sicherheit auf. Also 10% weggetan, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Irgendwann habe ich gedacht, okay, super, dann kannst du auch 15% machen, super. Wieder nicht gemerkt, wo das Einkommen ein bisschen gestiegen ist, 20% gemacht und dann habe ich mit ihm wieder gesprochen, hat er gesagt, so, und jetzt jedes Mal, wenn sich dein Einkommen signifikant steigert, steigerst du die Prozentzahl. So, und dann habe ich es auf 25% erhöht.
Und als dann jetzt vor 3 Monaten dieser Rang erreicht wurde, habe ich gesagt, so, und weißt du was, jetzt kannst du direkt 30% machen. Das heißt, aktuell bin ich auf 30% und das Ziel ist irgendwann mal nur von 20% von seinem Einkommen überhaupt noch zu leben und 80% wegzulegen. Weil wenn man das erreicht hat, dann ist es praktisch auch schon gar nicht mehr so wichtig, wie viel man wirklich verdient oder ob irgendwann mal was vielleicht schlechter läuft, weil das tatsächlich der Punkt ist. Er hat mir gesagt, das größte Missverständnis im Network Marketing ist, dass die Leute glauben, ihr Business so groß aufbauen zu müssen, dass sie ihr Network Business immer ein Leben lang bezahlen wird, was natürlich ein wünschenswertes Ergebnis wäre. Aber die wirkliche Sicherheit kommt daher, wenn man so viel Geld auf die Seite gelegt hat, so dass man mit dem, also dass das Geld einen bezahlt und das Network quasi extra Cash ist. Und das habe ich wirklich verstanden. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich habe die Einkommenssteigerung verwendet, um zu sagen, okay, ich nutze jetzt das als Möglichkeit, die Prozentzahl nach oben zu schrauben, so 30% ist ja schon mal ein Ansatz. So, da muss man ja auch noch Steuern zahlen, wenn man in Deutschland ist. Ja. So, und hat natürlich Ich auch wollte es noch. gerade ansprechen, Ja, das Thema das ist haben ja wir ja alles auch jetzt nicht noch. so, Also ich nicht meine. ganz so, wie das da jetzt vielleicht klingt. Aber so, aber das ist so der Punkt. So, und aber natürlich ist viel Geld. Und natürlich habe ich mir auch ein paar Wünsche realisiert. Ja, dann. Und aber vielleicht so im Verhältnis, vielleicht habe ich dann 10.000 Euro ausgegeben davon. Ganz Ja, nur um kurz, so ein wir Gefühl reden zu aber kriegen. von dem Prozentsatz irgendwie nachsteuern, oder? Weil ich sag mal, der Steuersatz ist ja weit mehr als 10% gerade auf so ein Einkommen jetzt hier, ne? Ja, das ist klar. Nee, also ich meinte jetzt, also das Geld, was ich zur Seite lege, das mache ich vor Steuern. Also völlig egal. Das heißt, ich kriege das Geld rein, nehme 10%, leg's auf die Seite. Mittlerweile jetzt, ich kriege das Geld rein, nehme 30%, leg's auf die Seite, das war's, fertig, das ist einfach weg. Und das hat nichts damit zu tun mit Steuerrücklagen oder sonstiges. Okay, gut. Das ist ex okay. Das wollte ich nochmal klarstellen. Nicht, dass Leute denken, aha, 10% langt, wenn ich so viel verdiene. Das langt natürlich nicht mit den Steuern hier, Ne, ne? das hat auch mit den Steuern nichts zu tun. Also diese 10 beziehungsweise jetzt 30%, die sind auch nicht dazu da, um dann die Steuern zu bezahlen, weil dann würde ich mir ja nur rückwärts ins Knie wieder schießen, sondern das Geld ist weg. Damit bezahle ich mich selbst für meine Arbeitsleistung. Das Geld ist wie ausgegeben, das ist nicht da. Also es geht sogar so weit, dass ich von dem Konto, wo ich es habe, meine Zugangsdaten weggeworfen habe, mit Absicht. Einfach nur so, damit ich da auch, wenn ich mal in Versuchung kommen sollte, einfach nicht rangehe. Klar, jetzt kann man das immer wieder machen, aber nur um mal das Bild klar zu kriegen, das Geld ist nicht da, das ist weg. Ja, verstehe. Ja, und ich wünsche das jedem, der das hier hört, damit anzufangen und sagt nicht, ja, ich verdiene zu wenig, ich werde irgendwann anfangen, wenn ich mehr verdiene. Glaub mir, das ist das A und O und damit geht's los. Und wenn man dann mal eine Größenordnung erreicht hat, dass man da zum Beispiel 100.000 Euro liegen hat, dann sollte man natürlich anfangen und sagen, okay, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen mehr darüber lernen, wie verwalte ich denn Geld und so weiter. Und auch da wirklich vorsichtig sein, nicht einfach anfangen, irgendwelche Aktien zu kaufen oder sowas. Also ich habe da zumindest bis heute immer Geld verloren. Jetzt würde natürlich jeder Finanzdienstleister, der das hier hört, um Gottes Willen, ich muss den Feier mal anrufen. Ne? Also da, ich weiß da mittlerweile, weiß da schon sehr, sehr gut Bescheid, habe auch meine Leute, die das machen und so weiter, alles. Ich bin da super, super happy. Und auch da brauche ich keine Tipps jetzt gerade aktuell oder so. Aber ich will wirklich diesen Value weitergeben an den, der das jetzt hier hört und der vielleicht nicht an dem Punkt ist gerade, sondern der wirklich von vorne anfängt. Und wirklich die Grundregel Nummer eins, fang an, ab heute 10% wegzulegen. Völlig egal. Auch entgegen aller anderen Tipps, die sagen, hey, du musst erstmal deine Schulden bezahlen, weil du zahlst ja Zinsen, wenn du welche hast. Das spielt alles keine Rolle, weil die emotionale Komponente, die, wenn man sich selbst nicht bezahlt, wenn man sich selbst nicht bezahlt, wird man nie Einkommen haben. Und deswegen habe ich damit angefangen. Und dann kann man natürlich mit dem Rest des Geldes, was man hat, dann kann man auch machen, was man möchte. Das heißt, auch der Fun-Part kommt nicht zu kurz. Weil ich hatte immer so den Punkt, sparen gleich langweilig, gleich Lebenseinschränkung. Weil jetzt weniger Geld, sprich weniger Spaß. Ja, Ja. weniger Optionen. Aber wenn ich einfach sage, hey, ich bezahle mich zuerst, weil ich es mir wert bin und nehme das restliche Geld und davon kann ich machen, was ich will. Davon kann ich in Urlaub fahren, davon kann ich mir Zeug kaufen, davon kann ich wirklich auch, ich kann auch Geld ausgeben, einfach für Dinge, die nicht sinnvoll sind, weil ich halt gerade das möchte. Und habe das aber klar für mich organisiert. Wie gesagt, vergesst natürlich nicht die Rücklagen für Steuern oder die Rücklagen für Rechnungen, die man wirklich bezahlen muss, sonst hat man plötzlich keine Wohnung mehr oder so. Ja, das ist natürlich auch alles wichtig. Aber so ein bisschen so um so ein Gefühl zu bekommen, denke ich, ist auch wichtig, ja. Okay, klasse, klasse Tipp wirklich. Denke mal, können einige oder sollten einige da draußen umsetzen. Ja. Denn zum Abschluss, wir nähern uns so dem Ende, habe ich mir noch eine Frage überlegt oder was mich noch interessiert. Wo siehst du deine größte Stärke oder was ist deine größte Stärke? Größte Stärke sehe ich darin, einem neuen Vertriebspartner das weiterzugeben, was ich bis jetzt gelernt habe. Sodass er in der Lage ist, endlich eine Größenordnung in seinem Business zu erreichen, was er vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Weil ich der Meinung bin, dass
die meisten Menschen einen grundlegenden Fehler machen, nämlich im Vertrieb gibt es eine sehr starke emotionale Komponente von einem selbst. Heute ist man gut drauf, morgen ist man schlecht drauf. Wenn man schlecht drauf ist, produziert man kein Ergebnis. So, die meisten Menschen sind aber deshalb gut oder schlecht drauf oder motiviert oder demotiviert oder so, aufgrund der äußeren Umstände. Also Beispiel, ich führe jetzt heute drei Gespräche, alle drei sagen mir nein und ich bin schlecht drauf, weil er gestern noch gesagt hat, er steigt wahrscheinlich heute ein. So, das Problem ist, ich bin nicht nur jetzt demotiviert, sondern auch, ich habe das Problem, ich habe weniger Lebensqualität und weniger Ergebnis danach. Meine größte Stärke liegt darin, dass ich den Menschen, die wollen und offen sind und lernbereit sind, zeigen kann, dass das wirkliche Glück und die Motivation und auch die Resultate tatsächlich ausschließlich und zwar zu 100% in dir selbst liegen. Sprich, hast du nicht die richtigen Leute in einem Geschäft? Völlig egal. Das kann man lernen, wie man die richtigen Leute kontaktiert und sein Umfeld bekommt. Kennt man nicht genug? Kein Problem. Das kann man lernen. Ist man nicht in der Lage zu telefonieren? Kein Problem. Das kann man lernen. Ist man nicht in der Lage zu präsentieren? Kein Problem. Das kann man lernen. Nur solange man diese Dinge immer als Ausreden verwendet oder sagt, naja, guck mal, aber jetzt ist ja, da habe ich ja wirklich nichts mit zu tun und die Verantwortung abgibt, kann man nicht besser werden. Und meiner Meinung nach gibt es, und das vielleicht abschließend, Rainer, 7 verschiedene Fähigkeiten, die man entwickeln muss, um wirklich im Network Marketing seine Träume zu erreichen. Mhm. Ob man dann wirklich $100.000 im Monat erreicht, ja, das geht nur, wenn man wirklich ein bisschen verrückt ist auch. Also bin ich der Meinung, wenn man dann wirklich echtes Wissen will. Ja. Aber viele Hörer mit Sicherheit sind auch an dem Punkt, wo sagen, du, ich will das. Ich will das unbedingt, einfach nur, weil es möglich ist. Ja. Und, aber es sind diese Entwicklung der Fähigkeiten. Das heißt, es geht nicht darum, den Richtigen zu sponsern, den Richtigen zu finden, sondern es geht um die Entwicklung der Fähigkeiten. Weil wenn ich selbst meine Fähigkeiten entwickle und die drauf habe, so wie ich alles im Leben kann, ja, oder viele Sachen im Leben kann, kann ich auch Network Marketing machen. Also Sponsern ist zum Beispiel so ein Punkt, viele sagen ja, ich habe ein Problem beim Sponsern. Das ist so die größte Herausforderung, glaube ich, die da so draußen existiert. Und ich sage immer, Sponsern ist eigentlich wie Essen. Also Essen muss man auch mal lernen, aber dann ist es eigentlich ziemlich leicht. Oder Schuhe binden oder auch vielleicht ein Beispiel, was man besser nachvollziehen kann, so Klavier spielen. Wenn man von außen jemanden anguckt, der Klavier spielt und man kann kein Klavier spielen, sagt man, um Gottes Willen, das kann ich nie. Ja? Aber der das dann kann, der setzt sich einfach hin und spielt. Aber jeder kann es lernen, wenn man wirklich will. Das ist der Punkt. Wenn man wirklich will, kann man es lernen. So, diese 7 Fähigkeiten will sie ganz kurz noch benennen. Nur, dass man mal weiß, was es überhaupt ist. Ja? Und da muss man sich wirklich auf die Suche machen, wie kann ich die lernen, wie kann ich die umsetzen. Dann hat man wirklich diesen Punkt. Art Jonek hat mal gesagt, dass Network Marketing falsch gearbeitet wirklich destruktiv ist und die Energie raubt und dich unglücklich macht. Aber Network Marketing richtig gearbeitet ein Himmel auf Erden ist. Und das ist genau, ich kann das nur bestätigen. Ich arbeite heute zwischen 4 und 6 Stunden maximal noch, obwohl ich es hauptberuflich mache, und nutze die Zeit wirklich für einkommensproduzierende Aktivitäten. Und diese einkommensproduzierenden Aktivitäten haben wirklich was mit diesen Fähigkeiten zu tun. Ich will sie jetzt mal nennen. Fähigkeit Nummer 1 ist, dass man lernt, sein Leben so zu leben, dass man ein konstantes Wachstum in seinem warmen Markt hat, und zwar in Qualität und Quantität. Also, dass ich nicht angewiesen bin, Leads zu kaufen, dass ich nicht angewiesen bin, Geld zu investieren, dass ich nicht angewiesen bin, verschiedene Dinge zu machen. Und ihr, Rainer, ihr schult ja eine ganz wichtige Komponente davon, nämlich die der Direktansprache. Ja, wenn ich in der Lage bin, mit Menschen zu kommunizieren, die sowieso vor mir sind, mache ich einen ganz wichtigen Schritt davon, ja, zum Beispiel. Ja. So, die zweite wichtige Fähigkeit ist die, dass ich in der Lage bin, qualitativ, personalisiert und individuell einladen kann. Also die Fähigkeit einzuladen. Das ist dann der Step. Ich habe jemanden auf meiner Liste und jetzt kontaktiere ich den zum ersten Mal wegen meinem Business. Die Fähigkeit einzuladen. Da muss ich in der Lage sein, eine standardisierte Einladung zu machen. Sprich, eine Einladung, die immer wieder die gleiche ist, die sich zwar von den Komponenten her, vom Wording immer wieder individuell an den anderen anpasst, wo ich aber eine klare Struktur im Gespräch habe. Eine Einladung, die maximal 2 Minuten dauert, bei der ich mein Ziel erreiche, wo ich die Vorschau bin, nicht der Film, ich habe es vorhin schon gesagt, wo ich also nur im Prinzip einen Termin vereinbare, das Tool anzuschauen. So, das muss ich drauf haben, jederzeit, überall und immer, weil die meisten Menschen haben viel zu viel Angst vor dem Telefon, weil sie eben genau Angst haben vor den Fragen, was ist, wenn er fragt, worum es geht. Hey, ja. Überraschung, du brauchst davor keine Angst zu haben, weil er fragt dich das auf jeden Fall, ja, worum es geht. Ja, also da sollte man sich quasi mal vorbereiten und so weiter. Und also qualitativ und standardisiert einzuladen, immer überall, ohne Angst zu haben, weil man einfach die Routine drin entwickelt hat. Dritter Punkt ist, dritte Fähigkeit ist,
in der Lage zu sein, sein eigenes Geschäft zu präsentieren. Und zwar nicht nur zu präsentieren, sondern in einer Art und Weise zu präsentieren, dass es so einfach und simpel ist, dass ein 14-Jähriger, der in der Präsentation sitzt, sagt, ja, also was der macht, das kann ich auch. Das heißt, Videos benutzen, Flipcharts benutzen, drauf zeigen und das Offensichtliche erzählen oder noch besser ablesen vom Flipchart und weiterschlagen. Okay. Denn das Verrückte eigentlich ist, Rainer, diese Dinge, diese sieben, die wir da besprechen, sind eigentlich alle so einfach, dass sie wirklich ein 14-, 15-Jähriger machen kann. Aber auf der anderen Seite, wir diese Fähigkeit trotz allem erlernen müssen, nämlich loszulassen, die Dinge, die wir eigentlich alle viel komplizierter und besser machen. Ja, um es dann einfach immer wieder zu drehen. Also, dritte Fähigkeit, das Business zu präsentieren in einer Art und Weise, dass es jeder duplizieren und nachmachen kann. Ja. Vierte Fähigkeit ist die des Follow-ups, Nachfassen. Das Vermögen liegt in der Nachfassung. Meine Erfahrung ist, dass der durchschnittliche Interessent zwischen 4 und 6 Impressionen braucht, bis er einsteigt. Wenn ich eine Einladung gemacht habe und dann eine Präsentation, war es die zweite Impression. Das heißt, ja, ich habe wohl Leute, die steigen ein direkt, weil es das richtige Timing ist, aber es sind mindestens doppelt so viele Leute nochmal, die in der Nachfassung einsteigen. Also ich muss lernen, wie fasse ich nach, in welchem Intervall, dass ich immer wieder eine positive Auftrag, also dass ich auch wirklich eine neue Impression setze. Rainer, weil wenn ich den anrufe und hast du dir jetzt überlegt, bist du dabei? Dann habe ich nachgefasst, das ist richtig, aber ich habe keine neue Impression gesetzt. Das heißt, das Einzige, was ich bekomme, ist die gleiche Antwort, die ich vorher schon bekommen habe, nur ein bisschen schlechter durch das Umfeld. Ja, also das sind so ein paar Sachen, so, also Sehr gut, ja. Follow-up. So, der vierte Punkt ist, dann tatsächlich Menschen in die Entscheidung zu bringen, also praktisch das Closing, wobei unser Closing nichts damit zu tun hat mit dem klassischen Closing, so wie wir es im normalen Verkauf haben, meiner Meinung nach, sondern im Network geht es ja mehr darum, Menschen zu öffnen, aber trotzdem so denen zu helfen, an den Punkt zu kommen und wirklich dann auch die Entscheidung zu treffen und auch wirklich einzusteigen. Okay? So, also das heißt, das Erste ist, zu lernen, seinen warmen Markt aufzubauen, konstant. Das Zweite ist, die Einladung wirklich zu beherrschen. Das Dritte ist, das Geschäft zu präsentieren in einer Art und Weise, dass jeder kann, jeder nachmachen kann. Das vierte ist das Follow-up, das fünfte, sorry, genau, ich habe mich eben vertan, das vierte gesagt, das fünfte ist das Closing, sprich den Interessenten wirklich zum Punkt zu bringen. Das sechste ist die Fähigkeit zu entwickeln, einen neuen Vertriebspartner so einzuarbeiten, dass er in der Lage ist, ohne dich weiterzumachen. Dieser Punkt mit abhängiger und unabhängiger Vertriebspartner, also den Prozess, den ich getan habe, wirklich weiterzureichen und ihm so weiterzugeben. Und zwar auch hier standardisiert, oder dass es jeder tun kann, mit dem richtigen Tool, mit den richtigen Checklisten, mit der richtigen Vorangehensweise und meiner eigenen Demonstration des Prozesses schon während dem Einschreiben, sodass alles, was ich tue, ist, einem anderen Vertriebspartner zu schulen, was er wiederum zu tun hat. Also schon während ich habe früher mal gedacht, es gibt einen Unterschied zwischen rekrutieren und einarbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Rekrutieren und einarbeiten ist genau das Gleiche, weil während ich rekrutiere, arbeite ich ihn schon ein, wenn ich einen integralen Prozess arbeite. Ja? So, das ist also der sechste Punkt, also den neuen Vertriebspartner zu helfen, unabhängig zu arbeiten und prozessorientiert. Und die siebte Fähigkeit ist das Promoten auf Events. Das heißt, in der Lage zu sein, wirklich gut und stark darin zu werden, dass Menschen von dem einen Step zum nächsten gehen, zum nächsten gehen, zum nächsten gehen, vom 1-zu-1-Gespräch aufs etwas kleinere Meeting, aufs Regionale, aufs Große, auf die Convention. Weil wenn du ein Team hast, was eine hohe und steigende Präsenz auf den Live-Events hat, dann entstehen tatsächlich auch Führungskräfte, weil auf Events werden Leader geboren. Das ist eine alte Weisheit und die hat sich auch bis heute nie verändert. Zu Hause im Wohnzimmer triffst du keine lebensverändernde Entscheidung, sondern du triffst die in einem Umfeld, was dich motiviert, was dich überhaupt emotional an den Punkt bringt, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen. Ja. Und deswegen ist das die siebte Fähigkeit. Die größten Promotoren verdienen am meisten Geld. Und die Entwicklung dieser sieben Fähigkeiten, Rainer, wenn man das erste Jahr im Network Marketing oder wenn man jetzt schon lange dabei ist und sagt, nee, jetzt starte ich neu, das macht alles Sinn, jetzt fange ich an und jetzt nehme ich 12 Monate Zeit, 52 Wochen und fokussiere mich nicht drauf, die meisten Leute zu sponsern oder den größten Erfolg zu haben, sondern ich fokussiere mich drauf, diese sieben Skills zu beherrschen und täglich auszuführen mit einem täglichen Aktivitätsstandard. Dann werde ich einfach nur richtig, richtig gut und setze mich innerhalb von, die meisten schon innerhalb von 90 Tagen, aber fast alle innerhalb von einem Jahr setzen sich ab, dann von 99% aller anderen Networker, die nämlich noch nicht mal wissen, dass das die Fähigkeiten sind, die man braucht. Okay. Und dann steht einem auch im Erfolg und in der Realisierung seiner Träume und Ziele, die es dann wirklich sind, steht einem auch wirklich nichts mehr im Wege. Okay, perfekt. Perfekt. Du hast alles, wie soll ich sagen, auf 5 Minuten alles zusammengebracht, was man an Skills braucht. Wirklich perfekt. Und ich denke, dass unseren Zuhörern damit auch einen tollen Fahrplan geliefert hast, auch mit den
hochwertigen Informationen, gerade zum Thema im Umgang mit dem Geld. Und ich kann es nur noch mal hier machen, meinen Respekt aussprechen. Also 27 Jahre jung und wirklich toll, was der Daniel auf dem Kasten hat. Und danke auch für das Interview. Und ich denke, du hast sehr, sehr viele inspirierende Punkte gebracht für unsere Zuhörer da draußen, die auf dem Weg sind, dann rekrutiert zu werden. Beherzigt die Ratschläge vom Daniel Fire. Und ihr werdet den ja eurem Ziel ein Stück näher kommen. Danke, dass ich interviewen durfte. Danke, dass du Zeit hattest hierfür. Und ja, maximale Erfolge auch für dich, Daniel. Danke, Rainer. Viel Dann Erfolg euch auch weiterhin, ne? bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis Ciao. dann. Ciao.